Kamera 3, nach links in die Totale. Stopp, Günther. Stopp. Ich bin wieder da. Scheiße. Bleib auf Sendung, Liebling. Frau Engel. Frau Engel ist das Ziel. Achso, genau, Eingabe. Ich komme Sie holen, Frau Engel. Na, dann leg mal los. Mein Gott, das ist unmöglich. Oh Gott, töten Sie mich nicht, bitte töten Sie mich nicht. Spüren Sie ihn kommen, General. Ihren Untergang. Hä? Achso. Nee. Einen der größten Namen, den wir je in der Sendung hatten. Die Geißel der Terroristen, General Engel! Ich komm hier nicht rüber. Erzählen Sie uns über Terror Billys Hinrichtung. Wie war das für Sie? Bestimmt ein ziemlich emotionaler Moment. Na? Nun, Jimmy, ich weiß noch, als ich meinen Säbel schwang und dachte, jetzt sind wir sicher. Ach, guck mal hier. Terror Billy war eine schreckliche Bedrohung. Ein Dämon in Menschengestalt. Ach, halt die Klappe. Ich habe gezeigt, dass selbst ein Dämon unserem Hammer der Gerechtigkeit unterliegt. Ja, ja. Aha. Ich verspreche Ihnen. Das wird persönlich geregelt. Oh. Für Sie, Carolina. Weilen, bringen wir Sie zur Strecke. Wie William Joseph Blazkowicz werden Sie brennen, bis Sie keine anständigen Menschen mehr bedrücken. Was zum Teufel? Was für heilige Scheiße! Terror Billy! Ich hab Sie getötet! Oh, 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 Scheiße. Jetzt nicht mehr. Revolution! Mehr haben Sie nicht drauf. Das wird wohl nicht reichen. Sie sind jetzt unter Wölfen. Das ist unser Revier. Oh ja. Oh, ist das eklig! Oh ja, Terror Billy. Oh Gott, seht euch an. Ihr gegen das stört euch voll. Mit Bratwurst, während ihr vor euren Fernsehgeräten dahin vegetiert. Ihr lacht. Lacht über die Lügen, die sie euch auftischen. Lacht, bis ihr daran erstickt. Das ist nun vorbei. Das hat heute ein Ende. Meine Brüder und Schwestern der Vereinigten Staaten von Amerika, hört zu. Wir, der freie Widerstand, möchte, dass ihr euch uns anschließt. Lügen. Sie lügen. Sie drohen, sie foltern und sie töten. Sie machen euch gefügig. Sie schlagen euch. Sie machen bloßes Denken zu einem Verbrechen. Aber wenn ihr euch heute versammelt und euer Herz sprechen lasst, ja, dann gehört ihr zu uns. Genau. Und wenn wir euch heute Nacht mit einem Messer, einem Stein oder geballten Fäusten gegen das Regime kämpfen sehen, gehört ihr zu uns. Und wenn ihr heute Nacht auf eure Hände blickt und sie mit dem Blut unserer Unterdrücker getränkt sind, dann gehört ihr zu uns. Und wenn ihr eure Babys heute warm haltet und schwört, dass sie in Freiheit aufwachsen, gehört ihr zu uns. Ist zu Ende? Sie haben den Krieg in unser Land gebracht. Uns geschlagen, uns ermordet, uns hingerichtet. Aber wisst ihr was? Heute
erfahren Sie, dass Sie sich mit den Falschen angelegt haben. Ja. Meine Brüder und Schwestern der Vereinigten Staaten von Amerika, wir stehen zusammen. Und nichts und niemand kann uns unser Land nehmen. Heute Nacht werden sie brennen. Heute Nacht gehört ihr zu uns. Was? Wir sind durch! Yes! Yeah! Geile Musik! Da la 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 take it! Wir sind durch? Hippen! Was, wir sind durch? Axel! Henrik! Nicolas Rayner! Rayner! Die Version gefällt mir sehr gut von dem Lied übrigens. Senior-Artist! Weil ich so viele Namen und so schnell, das kann ich gar nicht lesen, so schnell. Take it. Yeah. Wir sind durch. Wir sind trotzdem drauf gestorben. Geil. Wir sind durch. Wofür habe ich jetzt gerade eine Pipi-Pause gemacht? Ein paar Minuten hätte ich jetzt, glaube ich, auch noch durchgehalten. Das habe ich ja nicht gewusst. Ich kenne da irgendjemanden von. Ich kenne da keinen davon, oder? Ich kenne da keinen von. Wir sind durch! Oh, da sind immer noch so viele ungeklärte Fragen. Was ist mit dem Schlüssel und so? Hätte ich noch irgendwas machen können anders? Mann! Wir sind durch! Anja. Der Ring. Der Ring. Du machst mich stark. Und gleichzeitig schwach. Willst du mich heiraten? Oh, ja. Wie geil! Alter! Oh, der Regen! Den hab ich schon fast vergessen. Oh! Den Ring hab ich schon fast vergessen. Die Wendy muss mir merken. Gefällt mir. Ein Teammanager. La 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 la. Ja, Epic. Performance Captures. Ja. Wir sind durch. Music Productions by Game Austria. Ja. So schnell kann ich nicht lesen. Ich weiß nicht, wie manche das machen. Und sich bedanken dabei. Wie süß, der Ring noch. Und ein Heiratsantrag. Dann hätte ich die Dinger auch werfen können, ne? Die Äxte. Habe ich nie gemacht, ne? Na gut, man kann nicht alles. Hey! Wir haben Grund zum Feiern. Ja, Entschuldigung.
Du. Der Manager, bla. Take it! Run, run. Nein, hier machen wir natürlich noch kein Ende. Ich finde jetzt, man muss sich auch den Abspann angucken. Nicht nur wegen der guten Musik, sondern da haben so viele Leute mitgewirkt. Da sollte man mal wenigstens sich die paar Minuten nehmen von so einem geilen Spiel und dann auch mal eben wirklich da die Namen durchlaufen lassen. Special Thanks! Playtest Lab. Media, guck mal, wie viele Leute. President. Administration. Mohammed Ama. Ahmed. Kiki Lee, was für ein Name. Paula, Eric, Mia, Jenny. Also ich kann so schnell. Tut mir leid. So schnell bin ich echt nicht. Hat er für eine Arbeit gewesen sein muss in Deutschland noch diese deutsche Version. Man muss ja alle Texturen ändern und teilweise hier der Kanzler, wir wissen ja, wer gemeint war damit, den musste man ja auch noch ein bisschen ändern. German Translation. Anna! Customer Gerhard, Casina, Ulrich. Jetzt mehr konnte ich leider nicht mehr lesen. Shit. Vielen lieben Dank. Oma. Pascal, Patrice, Patrick. Wir sind durch. Ich habe ein Spiel durchgespielt. Hammer. German Audio, Jan Ulrich, Aktors, Achim, Carla, Becker, Katja, Julia, Jens, Maike, Michael, Michelle oder auch nochmal Michael, ich weiß nicht, Oliver, Tina, Thomas, Ulrike, Wolfgang, ich bin nämlich an der Arbeit. Ist die Version nur hierfür gemacht worden, ey, oder? Christina, Lina, Liza, Wladimir, Jana, Mexican Audio, wow. Carlo, Carlos, Jamie, Jessica, das hört sich nicht sehr mexikanisch an, Brasilien, boah, wie viele dahinter stecken, Revolution. Polish Localizations. Lutesia. Testing Manager. Lead Tester. Testers. Legal Lords. Wolfenstein 2007. Rise. Wird es DLCs geben, was meint ihr? Ob es davon ein DLC für Wolfenstein 2 geben wird? Na? Frau Engel ist tot. Wird es noch ein DLC geben? Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr meint. Wird ein DLC kommen? Und wenn ja, was wird in diesem DLC passieren? Einfach nur mal nur ein bisschen, ne, so ein bisschen in die Glaskugel geschaut, ein bisschen rumgesponnen. Ich habe mich da so ein bisschen, wie gesagt, nicht informiert, beziehungsweise nicht spoilern lassen, aber können wir ja mal machen. Wir können ja mal ein bisschen mutmaßen einfach. Wir können ja einfach mal sagen, wir vermuten. Oder was würden wir uns denn wünschen für ein DLC? Bin ich froh, dass ich das Schwein noch gefüttert habe? Das Schwein echt noch gefüttert habe am Schluss. Nö. Was denn jetzt? Was denn jetzt?
Lord Kay Blaskowitsch. Während die es krachen lassen und Revolution machen, erledigen wir den Rest und schalten alle restlichen Maschinenkommandanten aus. Ach so. Bringen Sie sich an die Enigma-Maschine und die Kriegskarte. Ach, ich unterstütze Sie per Funk. Ebnen wir den Weg für unsere Leute am Boden. Ach, man kann da noch so ein bisschen... Noch ein paar Dinge zum Abhaken. Herbert Meiser. Ich komme nur mit dieser... Oh, ich stehe im Weg. Nein. Aber ich komme mit dieser Migma-Maschine überhaupt nicht klar. Ich komme damit überhaupt nicht klar. Ich komme damit echt nicht klar. Ja. Ich komme damit einfach nicht klar. Ich komme damit einfach nicht klar. Aber wie cool. Damit sind wir jetzt durch. Roswell, New Orleans, Manhattan. Finde ich cool. Sehr cool, sehr cool. Man kann also im Nachhinein noch so die ganzen, ne, nebenbei die ganzen Kommandanten hier so ausschalten nach und nach. Maschinenkommandant, bedeutet das und das. Wird das auf, wenn es DLCs gibt, hat das Auswirkungen? Wir müssen uns beeilen. Ich will, dass jeder einzelne Maschinenkommandant ausgeschaltet wird. Ja. Hey, ich habe Infos für Sie, Mann. Also folgendes, B. Wir könnten einen Funkspruch abfangen, in dem die Baumaterialien erwähnt wurden, die die Ärsche zum Generalstab auf der Venus geschickt haben. Aha. Jetzt kommt's. Ja. Auf der Liste steht ein voll funktionsfähiger Schlachtenläufer. Die benutzen ihn wohl, um Decken zu streichen oder so. Ja. Wer weiß. Naja, schauen Sie sich die Einzelheiten auf der Kriegskarte an. Viel Glück, B. Ist das hier die Kriegskarte? War das die Kriegskarte? Klingboard. Ich komme mit diesen blöden Dingen hier nicht. Klar, das ist. Hey, Terror Billy. Hi. Curtis, wie ich hörte, sind Sie ein bekannter amerikanischer Autor. Könnten Sie mir eins Ihrer Bücher ausleihen? Was? Hören Sie mich an, Billy Latterer. Ich finde das cool, dass wir eben dann noch weiter spielen können. Habe ich Ihnen schon von meinem Cousin Dimitri erzählt? Nein. Er hat mir auf dem Spielplatz immer geholfen. Er hat dann immer gesagt, hau ab, ich kack dir in den Mund. Halber Russe. Und Tuka, jetzt ist er unser verdeckter Agent beim Generalstab. Er hat die Nachricht geschickt, dass der Generalstab auf die Venus verlegt wurde. Ah, okay. Aber jetzt haben wir den Kontakt zu ihm verloren. Oh. Müssen davon ausgehen, dass seine Deckung aufgeflogen ist. Okay. Und das Regime ihn gerade foltert. Das ist schlimm. Ich habe Ihre fliegende Untertasse gesehen. Fliegen Sie nochmal zur Venus und retten Dimitri? Sie können die Mission auf der Kriegskarte einsehen. Okay. Jederzeit, Miss. Ach, guck mal, der Max hat gemalt. Wo ist denn Anja? Anja!
Anja! Ich mein. Sind hier denn alle? Oh, nochmal. Nochmal! Ja, eigentlich sind wir durch. Guck mal. Oh, wie süß. Eigentlich sind wir ja durch, ne? Eigentlich wären wir durch. Nein, das sollten wir nicht machen. Bitte, Mist, schön Sie zu sehen. Eigentlich wären wir ja durch, aber es gibt ja noch die ganzen Nebenmissionen, die man machen kann. Die kann man ja noch machen nebenbei. Alles klar? Blaskowitz, haben Sie vielleicht kurz Zeit? Ich habe beunruhigende Informationen erhalten. Okay. Also, das Regime hat eine Zugladung mit antiken sumerischen Tontafeln für Area 52 zusammengestellt, bevor sie alles in die Luft gesprengt haben. Aha. Wie wär's mit einer Rundunterschiedsanlage? Die sich dafür interessieren, und er meinte, die Sumerer hätten die frühe Datjeshut-Symbolik beeinflusst. Das Regime wollte mit den Tafeln die Datjeshut-Artefakte dechiffrieren, die sie erforscht haben. Da sie den Datjeshut-Unterschlupf gesprengt haben, ist Z wegen des Sumerer-Kacks nicht mehr besorgt. Aber ich sehe das anders. Ich glaube, wir sollten alles in unserer Macht Stehende tun, um dem Feind keine Informationen zu überlassen. Also, würden Sie diese sumerischen Tafeln im sumerischen Gleisnetzwerk zerstören, bevor das Regime sie zu einer anderen Forschungseinrichtung bringt? Hinweise dazu finden Sie auf der Kriegskarte. Wo war denn hier nochmal auch Kantine, genau. Bonjour. Haben Sie eine fliegende Untertasse in meinem Hangar gepackt, Blaskowitz? Nein, war ich nicht. Das waren die anderen. Ich war das nicht.